habe ein winzig kleines Unpacking für euch, aber eins, das so wundervolle Bücher enthält. Jedenfalls ein wundervolles, bei einem bin ich noch etwas skeptisch, weil das auch viele nicht so gut fanden. Aber let's unpack this. Oh mein Gott. Fangen wir mit dem nicht ganz so interessanten an. Und zwar ist das Shadow Falls Camp Born at Midnight von CC Hunter, war das, oder? Ja, CC Hunter. Ich habe es mir auf Englisch geholt und das hat den ganz einfachen Grund, weil ich nicht einsehe, für das gleiche Buch über das Doppelte zu bezahlen. Also auf Deutsch kosten die ja 14,99 und ich habe für dieses jetzt 6,10 Euro gezahlt oder so. Da könnte ich mir sogar noch für 5 Euro waren es, glaube ich, das E-Book dazu kaufen und wäre noch immer nicht auf dem Preis der deutschen Ausgabe. Von daher sehe ich das echt nicht mehr ein, alle Bücher auf Deutsch zu kaufen, weil das einfach viel zu teuer ist. Ist einfach so. Und wenn man Englisch beherrscht, ist es eh irgendwie immer cooler, die Originalversion zu lesen. Von daher, ich sehe es echt nicht mehr ein und meine nächsten Neuzugänge werden wohl zu 90% englische Bücher sein. Außer, ich möchte sie echt auf Deutsch lesen, um wirklich jedes einzelne Wort zu verstehen. Aber ich habe auch nichts dagegen, manchmal zu übersetzen. Ja, wie gesagt, ich sehe es einfach nicht ein. Nein. Also, wenn ihr gut in Englisch seid und es für euch kein Problem ist, wenn ihr nicht jedes einzelne Wort versteht, dann kauft euch die Bücher doch einfach auf Englisch, weil... ja. Ich höre jetzt auf. Ich wollte eh, glaube ich, nochmal ein Video dazu drehen. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Cover. Es ist da, es ist da, es ist da, es ist da. Oh, es ist so schön. Dieses Kleid ist ein Traum. Ich werde sofort nach diesem Zusatzband des Selection Stories anfangen zu lesen und mit diesem Buch beginnt somit auch meine Project 10 Books Dingsbungs und oh mein Gott. Es ist wieder total schön unter dem Schutzumschlag mit der Krone, Tier the One. Dieses ist rund hier. Die englischen Bücher sind normalerweise immer ganz flach. Aber naja, meine Brille rutscht wieder. Ich hätte es echt schöner gefunden, wenn der erste Teil auch blau unter dem Schutzumschlag gewesen sei. Aber der ist ja weiß und grau und dieser hier ist jetzt auch weiß. Aber who cares? Ich stelle die eh ohne... Nein, mit Schutzumschlag ins Regal. Es ist da. Und schaut das nicht wundervoll aus? Die sind so schön, die Bücher. Oh my gosh. So schön, so schön, so schön. Und ich bin gespannt, wie das endet. Ob sie sich für Maxen oder Aspen entscheiden wird. Ich bin ja bisher noch immer nicht so der Maxen-Fan. Ich weiß auch nicht, was alle an ihm finden, aber vielleicht ändert es sich ja in Teil 3. Mal sehen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt nicht so mega krass der Aspen-Fan bin, aber momentan gefällt er mir, glaube ich, einen Ticken besser als Maxen. Ja, manche hassen mich dafür. Das war's dann auch schon wieder. Das waren die zwei einzigen Bücher. Es
sind noch zwei unterwegs, die ich auch vor der Challenge oder dem Projekt bestellt habe. Aber die kommen wohl noch etwas später, weil die aus England kommen, glaube ich. Und dann dauert das hier mal so bis zu 2 Wochen oder so. Und auf die freue ich mich auch schon, die sind so schön. Ja. Mich würde ja mal interessieren, was ihr alle zu Shadow Falls Camp zu sagen habt, weil ich schon viele gehört habe, die halt nicht so begeistert davon waren, aber andere sagen wiederum, ja, Shadow Falls Camp und so. Von daher, schreibt mir mal eure Meinung dazu und keiner schreibt mir bitte irgendwie einen Spoiler zu The One, denn sonst bringe ich denjenigen um. Nein, Scherz, aber ich hoffe, das macht echt niemand. Wenn nicht, dann sage ich jetzt einfach, ich lese die Kommentare nicht, bis ich The One zu Ende gelesen habe. So. Ich verabschiede mich dann auch von euch und bis zum nächsten Video. Ciao!